n'a besoin pas de mots spécifiques. Si je dis boum, tac, boum, 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 tac, il va capter. Je m'appelle Adriana, j'ai 21 ans et je fais la Corée pour les Old Styles Battle avec que des queens, que des filles. Wir sind in La Place in Paris. Also es ist ein Austausch von französischen und deutschen Tänzern und wir haben zusammen eine Choreografie eingeübt und werden sie dann am Ende auf einem Battle performen. C'est la première fois que je participe à un essai de danse avec des danseurs qui viennent de l'Allemagne. Ça fait tellement du bien d'échanger avec d'autres danseurs qu'on ne connaît pas pour partager beaucoup plus les émotions, les mouvements. L'énergie, c'est très différent. Ce n'est pas du tout pareil avec des danseurs ici à Paris. Et je trouve ça très génial parce que ça réveille à notre pulsation en tant que choréographe aussi et en tant que choré, ça frappe. Ich nehme mit, dass Tanzen viel mehr als einfach nur Tanzen ist. Diese menschliche Zusammenarbeit und zusammen so ein Ziel zu haben und sich auf was vorzubereiten, ist halt einfach richtig schön. Und ich versuche das auf jeden Fall in meinem Herzen mitzutragen nach Deutschland und mehr wirklich mit Tanzen zu machen. Étant artiste ou danseur, c'est important d'aller voir d'autres mondes, d'autres univers, voir d'autres danseurs avec qui tu n'as pas l'habitude de s'entraîner, d'échanger avec. Parce que ça t'aide toi-même, ça t'ouvre d'autres portes et ça te sort de ta zone de confort. Cet échange, cette show qu'on a créé tous ensemble, c'est une expérience magnifique. Ich muss sagen, meine Eltern haben mir das eigentlich nicht erlaubt. Ich darf eigentlich nicht alleine reisen. Aber ich wollte das unbedingt, unbedingt. Ich habe auch gezögert. Und meine beste Freundin, die auch dabei ist, die Taisha, die hat mich auch einfach dazu ermutigt, es einfach auszuprobieren. Und seitdem, ich liebe das einfach. Alle chercher les gens, créer de nouvelles connexions. Und zum Beispiel bei mir ist es so, selbst wenn ich nicht Englisch oder Französisch sprechen würde, würde ich mich trotzdem mit denen verständigen können, weil es gibt ja Gestik und Mimik und außerdem das Tanzen. Das ist ja auch eine Sprache und darüber verständigt man sich auch. Also macht es unbedingt, zögert nicht.